Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Wir laufen gleich weiter, damit wir diese Tour hier aufnehmen können. So, dann schauen wir uns mal unsere Items an. Wir sehen jetzt, dass wir 8 Handgranaten haben. Eben hatten wir 10, das heißt, die Handgranaten sind tatsächlich auch verschwunden. Das Geile ist allerdings, dass wir jetzt nach wie vor diese beiden großartigen Bomberseelen haben. Es dauert recht lange, bis man Bomberseelen bekommt. Man kann sie eventuell in diesen Ton finden, die wir gesehen haben. Allerdings auch nur eine pro Truhe, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist mit Abstand auch die beste Möglichkeit, um den guten Blue so früh wie möglich den Ra-Feuerzauber beizubringen. Die gute alte Feuer-Technik, die für ihn natürlich ganz besonders gut ist. Weil er erstmal sehr viel Schaden damit machen kann an Gegnern, die gegen Feuer schwach sind. Und zweitens ist er in der Lage, sich mit Feuer natürlich zu heilen. Das ist natürlich nochmal sehr viel geiler. So, und jetzt laufen wir und wir laufen durch den Wald und wir hoffen, dass wir nicht von bösartigen Wölfen oder von Rotkäppchen vernascht werden. Das ist nämlich eine ganz, ganz arglistige, tückische Angelegenheit. Und unsere Gegner sind mehr oder weniger dieselben wie vorhin schon im Illuminum. Mal abgesehen davon, dass es jetzt auch gute alte Truhen gibt, die wir jetzt plündern können. Das machen wir auch gleich. Das sind auch sehr geile... Ich tue mein Bestes. Da sind auch sehr geile Gegenstände drin, ne? Wie zum Beispiel eine Drachenschuppe. Sehr toller Gegenstand. Dadurch können wir, wie gesagt, Basra irgendwann beibringen, beziehungsweise wir können den auch verwenden, um einen sehr hohen Wasserschaden zu machen. Ja, wir können jetzt die Gegner wegbratzen. Ja, wir machen das einfach auch mal. So, wir werden jetzt erstmal die gute alte Technik von Ludo zeigen. Ich werde das erledigen. Ja, die Gegner sind Insekten, das heißt, die sind schwach gegen Kältemagie. Und insofern werde ich jetzt eine kälteelementare Wut zaubern. Es ist übrigens so, dass man die Zauber, die man auswählt, werden so oft eingesetzt, wie man den rechten Analogstick dreht. Beziehungsweise das stimmt eigentlich nur bedingt. Es gibt nämlich gewisse Einschränkungen. Das heißt, umso stärker die Zauber werden, die man da einsetzt, das heißt zum Beispiel, wenn man Eisra einsetzt, dann muss man den Controller öfter drehen. Also den Stick öfter drehen, damit Eisra öfter eingesetzt wird. Ich will das mal zeigen. So, man muss den jetzt relativ oft drehen. Ich habe jetzt 7 geschafft. Das war jetzt nicht so gut. Wenn ich jetzt ein Eis eingesetzt hätte, dann hätte ich mit derselben Anzahl der Drehungen, die ich eben gemacht hätte, den Zauber öfter einsetzen können. Das heißt, umso stärker der Zauber ist, den man auswählt, umso weniger kann man davon einsetzen. Das Maximum ist übrigens bei 16, das habe ich bislang nur mit den Stufe 1 Zaubern und mit Vita und Gravitas geschafft. Ja, wenn man nachher die ganz, ganz krassen Zauber hat, dann schafft man die höchstens so vielleicht 5-mal oder so. Wirklich wie linguistisch begabt. Ich dachte schon, ich wäre Hops. Ja, das ist sehr cool. Die Gegner müssen natürlich dafür abgestraft werden, dass die hier so viel Kacke machen. Ich werde ja auch reinnehmen ins Team. So, wer kommt als nächstes? Und dann werde ich erstmal Bodyguard machen und die Angriffe abfangen. So, Yuna wurde beschützt, sehr schön. Und Rico, natürlich greifen die Rico wieder an diese blöden Pisser. So, dann nehmen wir Bagger rein. Go, go, go! Nee, wir lassen uns einfach mal Rico machen. Wir zeigen mal, was eine Drachenschuppe bewirkt. Zack! That's it. Take this. Jetzt reicht's aber! Da hast du. Ja, eine Drachenschuppe, ja. Die Drachenschuppe ist so eine Art Vaska in einem Item. Also eine sehr, sehr schmucke Angelegenheit, wie ich sagen muss. Und dann werden wir uns nochmal was ansehen. Und zwar werden wir uns die Perseus-Granate nochmal schnell ansehen. Die haben wir von den Basilisken geklaut. Ja, und der Gegner versteinert. Und weil der Gegner alleine war, zerbricht er einfach. Ja, sehr coole Sache. Der Versteiner ist ein toller Effekt, vor allem bei Gegnern, die sehr, sehr, sehr viele Punkte haben. So, wir schnappen uns erstmal hier die Truhe. Mega Potion bekommen wir, sehr schöne Sache. Und da laufen wir übrigens links und rechts sind keine Truhen mehr. Das heißt, da brauchen wir nicht rumrennen und Abfallskampf zu riskieren. Lalalala. Ja, jetzt betreten wir Guado Salam. Das ist die Hauptstadt der Guado. Also wie zum Beispiel auch Prima Seymour zur Hälfte einer ist.
Und das ist übrigens auch meine Lieblingsstadt im gesamten Spiel. Der Stil ist sehr geil. Willkommen, ehrwürdige Yuna. Willkommen in Guadu Salam. Bitte, Lady Yuna. Hier entlang. Wer zum Henker bist du? Oh, verzeiht. Mein Name ist Tuamel Guadu. Ich gehöre zur Familie Seymour Guadus, dem Stammesarbeiter Guadu. Guadu Guadu, Sir Seymour wünscht Lady Yuna zu sprechen. Mit mir? Über welche Angelegenheit? Nun, zuerst jedoch bitte ich euch in Sir Seymours Villa zu begeben. Natürlich ist auch eure Gefolgschaft eingeladen. Ja, die Guadus sind alle sehr langsam und sehr, alt. Fast hätte ich's vergessen. Ja, jetzt kriege ich was ganz, ganz total super mega geiles. Eines der besten Neuheiten in Final Fantasy X überhaupt. Ich kann nämlich selbst Waffen herstellen. Ich habe ja damals mal angedeutet, dass Waffen mit freien Slots, mit freien Schächten besser sind als andere. Denn es ist einfach so, dass ich, wenn ich ein freies Feld in einer Waffe oder in einer Rüstung habe, kann ich dort einen Effekt einbauen, eine Ability. Übrigens ist das ganz ähnlich wie mit den Techniken, die Bestie erlernen können. Ich brauche Gegenstände, in diesem Fall brauche ich 4 Bombersplitter, um einem Schwert zum Beispiel die Fähigkeit Hitzeschlag beizubringen. Da werden im späteren Verlauf des Spiels werden richtig geile Fähigkeiten dazukommen, wie zum Beispiel, man kann später, das werde ich auch mit ziemlicher Sicherheit machen, zum Beispiel ein Schwert bauen, in dem man einen Todesschlag einbauen kann. Oder noch besser eine Todesattacke. Wenn man dann einen Gegner angreift mit diesem Schwert, dann ist er instant tot. Fällt er einfach um und ist vernichtet. Scheißegal, wie viele Punkte er hat. Sofern er nicht gegen Tod immun ist. Sowas gibt es nämlich auch. Auf jeden Fall eine sehr geile Sache hier in Final Fantasy X. Und auch einer der Gründe, warum FF10 ein sehr gutes Spiel doch geworden ist. Wir werden, bevor wir irgendwas anderes machen, hier nochmal mit den Leuten quatschen. Oh, guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Prima Seymour scheint jetzt wieder in Guadu Salam zu sein. Ja, Shalinda quatscht wieder irgendwelchen dämlichen Mist zusammen, das keine Sau interessiert. Und da ist der alte Meichen. Und der ist natürlich noch besser in der Lage, dämlichen Mist zusammen zu quatschen, den keinen interessiert, außer mich natürlich. Komm her, Meichen, erzähl mir deine Geschichte. Darf ich euch etwas über das Abyssum erzählen? Ja, meinetwegen. Das Abyssum ist der Ort, an dem sich besegnete Illumina sammeln, die dann in Gestalt der Verstorbenen erscheinen. Okay. Ein interessantes Phänomen, dessen Mechanismus noch unerforscht ist. Das Volk der Albert sagt Folgendes. Die Erinnerungen der Menschen spiegeln sich in den Illumina wider. Okay. Aber im Abyssum erscheinen keine Lebenden, sondern nur die Toten. Dies ist wiederum ein Rätsel. Die Erinnerung an die Toten leben wohl in den Seelen weiter und nehmen durch die Kraft der Illumina Gestalt an. Beweise für meine Theorie gibt es keine. Tja, das wäre alles. Okay, das ist sehr interessant. Dann reden wir nochmal über das Abyssum selbst. Über die Illumina möchte ich gerne noch was wissen. Das Illumina bezeichnet man, als Illumina bezeichnet man die Lichter, in denen ihr begegnet. Die Lichter, die erscheinen, wenn ihr Monster besiegt. Die Illumina rufen rätselhafte Phänomene hervor. Bilder der Vergangenheit, Heroiden, Monster. Ja. Auch die Bestia hängen eng mit den Illumina zusammen. Die Träume der Astra nehmen durch die Hilfe des Mediums Gestalt in der Realwelt an. So zumindest lautet meine Theorie. Beweise für meine Theorie gibt es keine. Tja, das wäre alles. Okay, sehr interessant. Ihr könnt euch selbst einen Reim darauf machen, was er gerade so erzählt hat.
Die Guado bewachen zusammen mit der Bürgerwehr die Straßen. Versteht sich von selbst, dass man für Spiro die Kräfte vereint. Ja, hier haben wir wieder so ein Ding, wo wir so einen... Na, sag schnell, was ist das? So ein Lernprogramm, in dem wir zum Beispiel sehen können, welche Monster als nächstes auftauchen und wie man sie gut besiegen kann. Das werde ich auch machen. Allerdings bei den Monstern selbst, weil bei diesem Lernprogramm kann man nicht sterben. Kann sich allerdings, wenn man, wenn man nicht ganz so stark ist, kann man zum Beispiel an diesen Lerncomputern die Ekstase auflegen bei den Gegnern. Man kriegt zwar keine Gegenstände und keine Erfahrung und auch keine Gil, aber man kann die Ekstase auffüllen, also eine durchaus interessante Sache. Danke, dass ihr die Maschine der Albert zerstört habt. Ich hasse diese Kerle wirklich. Das hat mir echt gut getan. So, dann quatschen wir nochmal mit dir. So, hier kann ich übernachten, will ich aber gar nicht. Ich werde jetzt speichern, liebe Freunde. Speichern werde ich. Und nachdem ich gespeichert habe, werde ich erstmal was essen, weil ich habe seit Stunden nichts mehr gegessen und ich bin unheimlich hungrig. So, liebes Volk. Ich mach gleich weiter. Ich werde nochmal hochgehen und schnell gucken, was noch eventuell hier auftaucht. Hier unten kommen wir übrigens weiter ins Gebiet, wo ich nachher das trainieren werde. In der Donnersteppe tobt ein Sturm. Bitte wartet eine Weile. Okay, interessant. Dann werden wir diese Truhe da vorne aufnehmen. Weil Truhen muss man schnell aufnehmen, sonst werden sie gestohlen. Mega Potion erhalten. Sehr geile Sache. Freut mich. Dann schauen wir uns hier in der Butz um. In der Butz des Glücks und der Seligkeit. So, die reden hier schon wieder über schwere Guado-Geschichten von Menschen und so weiter. Also es geht hier grundsätzlich darum, es geht ums Abysum. Hier geht es um die Beziehung der Guado zu den Menschen und zum Rest der Welt. Dann geht es darum, wie Seymour die Guado wieder... Das ist übrigens eine Truhe, sehr geil, 3000 Gil. Wie Seymour als Einiger zwischen Guado und Menschen fungiert, da er ja halb Guado, halb Mensch ist. Also die ganzen Leute der Guado stecken sehr, sehr viel Vertrauen in den guten Seymour. Hier ist übrigens eine Truhe, die nehmen wir natürlich auch. Ja, und letztlich ist das mehr oder weniger das Einzige, was hier so in diesen ganzen Gesprächen rauskommt. Es geht manchmal auch um Blitzball. Ich kann hier auch zum Beispiel Spieler rekrutieren. Finde ich aber nicht so interessant, weil ich, wie gesagt, mit meiner Beside Hisbollah gerne kämpfen möchte und das auch tue. Und hier ist übrigens Waka, die alte Potsau. Oh. Hey! Ich will plauschen. Oh Mann, die Guado-Händler sind schon Füchse. Die machen ein Riesengeschäft mit den Reisenden, die ins Abyssum wollen. Hör zu, lass dich nicht mit ihnen ein. So, dann schauen wir mal. Ja, die Guado-Händler hier, Die wollen sehr viel mehr Geld haben als der gute Waka. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich so. Und hier könnte man eventuell eine sehr geile Waffe kaufen. Caitiff plus Tod. Das ist an sich eine Waffe, die sehr, sehr wenig Schaden macht. Aber der Todesschlag selbst kann einen Gegner, und das ist hier in der nächsten Zeit extrem so, kann einen Gegner mit einem Schlag töten. Weil die Gegner hier, die man in der nächsten Zeit bekämpfen kann, haben, soweit ich weiß, keinen Todesschutz. Und insofern eine sehr geile Waffe, aber die brauche ich nicht. Ich bin nachher ein sehr guter Level, das kann ich euch schon verraten. Und, liebe Freunde, das wäre ja auch ein wenig feige. So, dann gehen wir hier noch ganz schnell ran. So, hier sehen wir jetzt nichts. Ja, diese alten Säcke da vorne, die quatschen mehr oder weniger in einem alten Dialekt der Guado. Und die Jungen, die regen sich so ein bisschen darüber auf, dass Reisende die Alten nicht verstehen. Ja, der alte Dialekt ist mehr oder weniger so eine Art Umformung, so ein bisschen wie der Hypello. Oder wie Yoda zum Beispiel. Ist alles nicht ganz so schlimm. Wir werden einfach mal hier runtergehen zur Villa und da müssen wir auch in der nächsten Folge das ein oder andere Abenteuer bestehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Reingehauen. Adios.